Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play hier in Akt 8 jetzt. Und jo, wir sind bald fertig, wir haben bald diese Circles. Freue ich mich riesig auf, weil ich bin halt schon langsam unterwegs. Ich habe ja starke Migräne, ich habe es zwar immer noch ein bisschen, also das, ja, es ist am Abklingen. Aber ich kann jetzt viel mehr wieder so, jo, aufnehmen und Livestreams machen. Vielleicht heute schon. Es wird aber noch kein Last Epoch kommen, weil ich ja zuerst mit der Kampagne fertig werden will. Und dann einfach jeden Part, ungefähr einen Part noch, bis ich mit der Kampagne fertig bin. Und dann Livestreams und Let's Plays gleichzeitig. Vielleicht wieder mit einem neuen Bild oder ich tue einfach Livestream in einem anderen Bild. Einer da ist schon wieder am Wachsen. Nämlich ein Frostblade oder Frost, wie heißt das andere? Jetzt weiß ich gar nicht, wie das heißt. Also einfach Frost, Biss, genau. Also nicht Blade. Frostblade ist ja ein Pass of Exile. So ein Biss. Biss zum Morgenrot. So. Und mit Frostbiss, Frostbite, genau, auf Englisch. Ja, da brauche ich einige Zeit, der ist sehr schwer zum Leveln und ich bräuchte mindestens einen Gürtel, den ich nur in Corrupted Monolithen finden kann und das wird wahrscheinlich nicht so einfach. Also ich muss viel mehr defensiv irgendwie suchen, anstelle von Schutz oder zu bekommen und das automatisch, das ist ein automatischer Schutzgenerator. Und dafür habe ich einfach das Gefühl, ich muss zuerst X-Wing Weight finden. Das ist eine Rüstung, die Schutz generiert. Oder Last Steps of Living dann nehmen. Oder Living nehmen. Das dann auf Level 70 oder so erst erreicht. 74, glaube ich, das so benutzbar ist. Und das ist ein bisschen doof. Was ich machen könnte, ist den Ding weitermachen. Den Swarm Blade Blitzer. Oder sonst nicht. Es gibt einfach nicht so gute Builds, die einfach so, jo, da sind, um Items zu finden oder so. Also wir haben ja jetzt dann die Circle of Fortune. Und die hilft uns beim Item finden. Aber ich muss mindestens einen Charakter haben, den ich ja nicht im Let's Play mache. Um jetzt wirklich ständig zu farmen und so. Und das ist auch immer wieder schwer. Tja, aber gut, man braucht in diesen Spielen halt einfach viel, viel mehr Zeit, dass man das Video erstellen und so einbinden kann. Und das heißt einfach, man muss sehr viel arbeiten, sehr viel grinden, sehr viel neue Charakter austesten und so. Ist gar nicht mal so leicht, leider. Ich mag den Bild sehr. Also es ist zwar ein bisschen langsamer als andere Builds, man kann nicht so fest spammen. Aber dafür ist er einfach sehr stark, der Skill. Und ja, das ist wahrscheinlich ein guter Charakter, um einfach weiterzukommen. Wir müssen halt dann später richtig auf Blut umstellen, das ist ja klar. Blut ist einfach sehr mächtig. Und er ist mächtig, wenn man wirklich auch drauf Unix hat und so. Aber deshalb machen wir jetzt auch nicht direkt Blut. Also es bringt nichts, wenn wir überall Blut Sachen reintun. Die Items sind dafür sehr schwach, sind auf der Brust. So sehr schnell sterben würden. Jo. Ah, die Effekte sind so cool. Ich bin sehr erfreut über die Effekte. Was ich einfach ein bisschen irritierend finde, ist der ständige Dunst. Aber ich weiß nicht, die Entwickler wollten, dass einfach das überall nebelig ist. Aber so richtig dunkel haben sie es leider noch nicht gemacht. Sie wollen einfach kein Diablo sein. Sie wollen ein, ja, für Helden wie Herr der Ringe oder so glänzend haben. Und das mag ich nicht so sehr. Ich mag glänzende Spiele, glänzende Grafik nicht. Auch Comic-Grafik. Ich bin einer, der Comic-Grafik nicht gerne hatte. Also Anime und sonst noch dazu. Also zum Beispiel bei, ich weiß nicht, wie das Spiel hieß. Es gab mal ein Comic-Grafik
Hacken Sie Soulstorm oder irgendwas ähnliches. Das, dort habe ich es noch ein bisschen gemocht, also es war nicht so schlimm, Kommenkraft. Aber das Spiel war ziemlich nervig zu spielen. Man hat immer wieder Szenen gehabt, wo man einfach nicht weiterkam, die Gegner zu stark waren. Da musste man wieder ständig grinden, dann bekam man nur schlechte Unix und dann immer wieder weiter. Jo. Zum Reden hier. Gut. Jo, und ich möchte einfach mal ein Spiel sehen, das wie Gothic ist, also Rollenspiel ist, aber Hack and Slay Online hat sehr viele sogar. Also sehr soziale NPCs, gute Geschichte, viel nebenbei zu machen, wie zum Beispiel zu trinken, zu essen. Zwar nicht so zwingend, aber man verliert schon ein bisschen in Kraft und so Sachen, wenn man trotzdem die ganze Zeit kämpft. Und dann halt einfach immer wieder zwischendurch auch Spieler sieht, die etwas machen und so Sachen. Ja, muss man halt dann einfach schauen, dass die Gegner nicht immer down sind, weil ein anderer Spieler dann immer da gekloppt hat. Aber ja. Und halt richtige Dungeons. Ich weiß nicht, wieso Last Epoch immer noch die drei ja, halben Dungeons hat. Die sind für mich jetzt ja ein-, zweimal betretbar, aber sonst mache ich das nur noch, wenn ich jetzt wirklich etwas draus brauche. Das ist einfach nicht gerade der Content, den ich wirklich brauche. Das Endgame halt auch ziemlich, also ich bin ja noch nicht so weit in Corruption gekommen. Ich weiß nicht genau, wie ich mit dem Totemans, mit dem Totemschaman damals weit gekommen bin. So 120, 125, dann war es schon arg schwer. Es war halt einfach nicht gerade so ein Bild, der wirklich alle Items dort hat. Und deshalb muss ich da auch aufhören mit dem Bild. Aber ich habe es ja meistens eigentlich nur im Let's Play gespielt. Und da habe ich einfach zu wenig Zeit dafür. So, wir haben ein gut gewürfeltes... Jo, also Crit brauchen wir eigentlich nicht. Feuerschaden brauchen wir. Könnten wir eigentlich verwenden. Crit ist nicht, ja auch nicht schlecht bei diesem Bild, aber... muss jetzt einfach noch ein bisschen Level geben. Noch drei Levels, okay. Ah, und das ist jetzt wieder schlimm, hä? Wieso habt ihr das gemacht? Wieso muss man jetzt wieder ständig nach unten laufen? Eieiei, Entwickler. Also das ist schon wahnsinnig hell hier. Unglaublich, meine Augen machen schon weh. Habe ich nicht so gerne. So, ja, ein bisschen Schatten auch und Blitze im Hintergrund. So muss die Grafik aus. Ja gut, ich bin ein bisschen hoch am Nörgeln, ja. Aber für meine Augen ist es besser, wenn es halt dunkel ist. Na, da habe ich ja eben da dieses Minecraft Pixelmon Projekt und ich dachte so, ja, die Grafik sei nicht dunkel. Mache ich einfach mal, weil es dunkel ist, dann noch ein Thumbnail im Wald und dann sieht man einfach auf dem Thumbnail im Wald einfach gar nicht mehr. So dunkel ist das Bild. So etwas hab ich mir vorgestellt. Aber das ist das falsche Projekt. Das ist ja Pokémon und das ist für 12-Jährige oder so. Ja gut, meine Zuschauer sind immer ein bisschen älter und schauen auch gerne ein bisschen kindlichere Spiele, das weiß ich, aber... Ihr wollt ja irgendwie, ich weiß nicht, Diablo 2 sehen, wo noch so düster war. Irgendwie. Ja, es muss gar nicht mal so schöne Grafik haben, stimmt's? Ich weiß nicht, was die Entwickler da vorstellen, dass wir da so Glitzersachen immer die ganze Zeit haben müssen. Jo, vielleicht weiß einer noch, als ich das angefangen habe zu spielen, das war, glaube ich, 1. Mai 2020 ungefähr oder 2019. Habe ich ja immer wieder gesagt, dass ja, die Feuereffekte sehr hell sind, grell, und die Blitzeffekte, und das wurde halt immer noch nicht besser. Als würden sie irgendwie so die... Es gibt viele Entwickler, die so die Shaders in den Vordergrund stellen und die machen halt alles so grell. Ja, hatte man halt früher nie, bevor es Shader gab, Shader-Grafikkarten gab. Und damals hatte man noch nicht so Augenschmerzen nach 10 Minuten, wie ich jetzt gerade, weil ich sehr müde bin.
Ich habe heute wieder sehr viel trainiert, also sehr viel auf Kraft gesetzt und bin immer noch krank. Es tut mir immer noch sehr, sehr schwächen. Ja, meine Augen fallen bald zu. Doch das Spiel. So, Fatima. Ich frage mich, wie wenig Zeit haben die Leute, dass sie immer sich ziehen müssen, immer Bosse machen lassen müssen, immer handeln müssen. Ständig reden sie übers Ziehen. Mann, ich habe so genossen, nicht gezogen zu werden. Und ich werde auch mich nicht ziehen lassen. Ein Spiel musst du leben, ein Spiel musst du nicht überspringen. Das musst du einfach nicht. Ah, der Grail ist wieder hier. Das hat sich stark verändert von der Grafik her. Hä? War das immer schon so rot hier? Ich glaube, das haben sie alles neu designt, oder? Das ist ja ziemlich anders. Ja, ja, muss er. Also schon. Also an der Grafik muss ich wirklich nichts bemängeln. Also die Helligkeit natürlich, aber. So, die Grafik ist ja wirklich schon um einiges besser. Natürlich ist Diablo 4 nochmals ein Stück besser, denke ich mal. Ich habe es noch nicht spielen können. Aber ja, wenn die das nicht zum Laufen bringen, dass ich das spielen kann. Pech. The traveler set sail, eager to make it to the Isle of Storms. The ship is secure. Should reach the pier in no time. The Gaan's Temple, a beacon of light. Careful. The Gaan's not used to visitors. The Isle of Storms, complete with its capricious guard. Cool. Das Schiff, die Segel haben sich so komisch aufgerollt, so durchsichtig und in Schritten. Ach ja, Lagoons Insel. Oh, das sieht aber hier schön aus. Also, was wollte ich noch sagen? Es ist halt wirklich so, wenn ein Entwickler da irgendwie Features, grafische Features einbauen, die irgendwie, weiß nicht, CUDA-CPUs oder GPUs oder Raytracing oder so benötigen, dann sind sie selber schuld, dass manche oder vor allem die Armen die Spiele nicht spielen. Und ich habe ja auch RAM-Probleme. Ich habe starke RAM-Probleme bei großen, mächtigen grafischen Spielen. Also es tut halt schon sehr meine Grafikkarte dann überhitzen und alles. Aber, jo, was soll ich tun? Deshalb bin ich lieber einer, der wirklich nicht auf die Grafik schaut. Es macht mir nichts aus, wenn halt Effekte nicht da sind. Es ist sogar besser, vor allem bei Unschärfe-Effekten. Ich brauche das nicht. Ich sehe ja selber die Welt in meinem Real Life. Ich habe keine Unschärfe-Effekte. Ich will das nicht in den Spielen sehen, fertig. Und dann kommen so Spiele wie Dragon's Dogma 2 raus, wo überall, da meinst du gleich, du bist blind auf beiden Augen und zwischendurch auch noch. So ein Spiel will ich nicht spielen. Ich möchte auch nicht immer die ganze Zeit den Monstern ausweichen und sie irgendwo speziell treffen müssen. Ich bin ein Hack'n'Slayer, ich will das nicht. Und trotzdem machen sie es. Also von mir aus können die Fans so es gerne haben, wie sie wollen. Aber ich nicht. Ich werde da nicht mitmachen. Auch wenn es über Drachen geht, wo ich mich freue. Also ich habe Drachen auch gerne zum Besiegen. Ich bin nicht ein Drachenfan und möchte Spiele nicht spielen, wo man Drachen besiegen muss. Sonst hätte ich auch nicht irgendwie ja, 12, 14 Jahre, 13 Jahre Skyrim gespielt. Aber ja. Da muss man ja ständig Wüven töten, übrigens. Das sind keine Drachen. Alle schreiben immer, ja, oh, Skyrim ist das beste Drachenspiel. Es sind Wüven! Wir haben nur vier Beine. Zwei Flügel und zwei Beine. Ja, ja. Aber so ist es. Also, ich denke, Bethesda hat nichts verstanden, wo sie das gebaut haben. Also die Lore und so. Oder sie sind zu faul gewesen, den Drachen Arme zu geben. Sie haben ja Hände, hätten sie auch noch Arme machen können. Aber typisch. Oh, das sieht schön aus.
Also die Lichteffekte, wunderbar, die könnten fast nicht besser sein von mir. Jo, und genau, sie haben ja gesagt, sie schauen, dass es einfach besser wird mit der Performance, mit der Internet-Performance vor allem. Aber ich denke, es ist die Engine, oder? Und sie wollen halt nicht zum Beispiel die Unreal Engine 5.3 verwenden. Sie wollen bei der Unity Engine bleiben und ich weiß nicht, wie lange es geht, aber es kann sein, dass in 2 Jahren schon wieder ein neues Last Epoch gemacht werden muss oder schon erscheint sogar, weil sie natürlich einfach immer noch bessere Grafik wollen und das, die Engine das einfach nicht aushält. Muss ich nochmal so reden? So jetzt. Eier sammeln. Da habe ich aber mega viel Spaß dabei. Jo, es gab ja schon viele Hack and Slays, die einfach kaputt gingen. Weil sie einfach weil die Entwickler sich einfach irgendwie überschätzt haben oder nur Geld verdienen wollten. Und ich hoffe einfach nicht, dass ja, Last Epoch so leidet darunter. An auch schlechten Entwicklern. Sie haben sich schon mehrmals bewiesen gemacht, dass sie halt wirklich nicht so gut sind. Aber sie machen Fortschritte. Und wieso kann ich die nicht einsammeln? Oh, ich habe wieder Blitzschaden. Das brauche ich jetzt nicht. Wieso kann ich die nicht einsammeln? Na gut. Eins konnte ich einsammeln von dort. Wahrscheinlich kann man immer nur eins von einer Gruppe einsammeln. Das ist ein bisschen doof gemacht. Ja, und ich habe gar noch nicht gesagt, dass dieser Bild so richtig easy ist. Ich habe eigentlich nie Schwierigkeiten. Mal schauen, wie er wird. Und eben, ich tue jetzt mich mehr wagen, wirklich Broken Beats auch auszuprobieren. Weil ich habe ja immer so gesagt, ich möchte das Spiel ja auch ein bisschen schwer haben. Ich möchte auch Probleme zeigen. Aber das haben wir hinter uns, weil ich muss jetzt auch vorwärts kommen. Kann nicht so mega viel vertrödeln und dann wieder neue Beats zeigen, weil der alte Beat nicht mehr weiterkommt und so. Ist halt doof für ein Let's Play. Also in einem Let's Play musst du halt schon vorwärts kommen. Das geht halt nicht, wenn du einen luschen Bild machst oder so. Das weiß man nicht, wie schlecht der Beat eigentlich wird. So, also ich schaue mal noch kurz. Zurücksetzen, oder? Ist das zurücksetzen, oder? Zeit zurücksetzen. Also, wir haben... Oh, ich habe falsch geklickt. Wir könnten zuerst auf Attack Speed, Cooldown Recovery. Also Mana brauchen wir eigentlich nicht. Dann hier oben mal Schaden machen. Gut. Jo, also ich habe momentan sehr viel Spaß an Last Epoch und hoffe einfach, ich habe jetzt ein Gebiet gehabt, das ein bisschen schlecht gerendert ist. Das war in Akt 4 das erste Gebiet nach diesem Lager, nach dieser Brücke. Und wo mein PC einfach gesagt hat, oh, okay, ich bin zu heiße, ja, ich stelle ab. Und seitdem nie mehr. Aber das ist einfach wegen der neuen Grafik wieder und die ist nicht immer sehr optimal eingestellt hat, wahrscheinlich. Ja, dass du einfach einmal im Gebiet sehr hohe Grafikanforderungen hast und einmal nicht. Es kann auch sein, dass es geregnet hat oder so, aber ja, das sieht man jetzt hier selber nicht mal so fest gut. Das ist für mich eher ein graues Gewitter, graue Töne oder so. Also jetzt wirklich ein Regen. So detailliert ist es nicht. Und ja. So, bin ich fertig? Ja. So, was schreiben denn die ganze Zeit? Das ist die Rüstung, die ich meine. Die bräuchte ich so langsam. Ja, es gibt halt immer wieder Probleme, die Spieler wollen ihre Probleme einfach nicht mehr selber lösen. Es ist extremst. Weil
man hatte das eigentlich nie, bis halt Diablo 4 erschienen ist und alle dann gesagt haben, sie spielen nicht mehr Diablo 4. Und die können halt wirklich nicht denken. Also ich weiß nicht, was die Leute dann immer wieder brauchen. Oh, ich schaffe Lagon nicht, bitte helfen. Bitte helfen Sie mir. Es ist halt wirklich, ja, lasch. Also, ja, man kann ja etwas dagegen machen, dass man ihn schafft. Sie sind verwöhnt. Sie sind einfach verwöhnt, die Leute, die chatten. Und ich bin dann immer jener, der auch chatten muss und sagen muss, nee, mach das lieber mal selber. Weil, ja, dann heulen sie rum, weißt du, und dann sage ich's. Ja. Und halt Sachen, die mit, glaube ich, mit G. Nein, das ist Ding. Mit H. Doch, mit G. Ich habe die H-Taste gedrückt. Halt alles beschrieben ist, schreiben sie 100 Mal, jeden Tag der gleiche und so. Schreiben sie es rein, wie geht, wie funktioniert das? Können ja nachlesen, fertig. Es wird alles eigentlich ziemlich gut erklärt. Aber, ja, so ist einfach eine Community, wenn sie halt von einem anderen Spiel beeinflusst wurde. Tja, einfach so drauf. Man kann nichts machen, sie hören nicht auf. Und dann hat die ständigen Bots. Für was brauchen die Bots Geld? Also, wie bekommen sie das Geld auch, oder? Ja, 3 von 3. Da auch 3 von 5. Okay. Hab ich aber auch, ja. Gut. So, wir haben extra ja im ersten Gebiet jetzt hier ja diesen Mann angesprochen, damit wir hier die Quest haben. Ich glaube, das ist ungefähr die gute Route, die ich genommen habe, denke ich mal. Mit dem wenigsten Laufen. Mit den wenigsten Ladezeiten, die immer noch so hoch sind. Ja, beides brauchen wir nicht. Die Resistenzen sind halt gut drauf, aber... Ja, manchmal wollen halt Menschen wenig denken, wenig arbeiten für, ja, trotzdem Erfolg und so. Ich glaube, die haben nie Erfolg, wenn sie Spiele so extremst befragen müssen, Leuten so heftig immer nerven müssen. Ja. Aber Leute machen für wenig oder so für Bots, hat wirklich das meiste. Es ist ja auch dieses Chat-GPT, was alles ein bisschen schlimm gemacht hat, so mit Ah, ich kann jetzt das machen, weil das ChatGPT halt macht. Es zeigt mir ja, ohne zu denken, was ich machen muss. Und so werden halt immer mehr Probleme auftreten. So, ich muss noch 5 töten. Welche sind die Seeleute? Die hier. Muss man lösen. Ja, sind die. Okay. Die sind wahrscheinlich hier am Meer, hier links, ja. So, fertig. Also direkt. Nicht keinen Umweg mehr. Ich möchte jetzt Lagon herausfordern. Den schaffen wir nicht mehr. Schade, aber... Ja, es dauert noch ein bisschen. Im nächsten Part seht ihr dann Lagon. Ich vielleicht sterbe. Oh. Naja, ich kenne ja seine... Sachen, was er macht. Und mit diesem Angriff kann man ja ziemlich links oben dann wahrscheinlich angreifen. Ohne dass er uns so heftig treffen wird. So, fertig. Dann schaue ich gleich nochmal kurz. 2, 2, 1, 1, 2, 3. Ist ziemlich einfach zu merken. Ja, skillen muss halt gelernt werden, sonst macht man es falsch. Aber dafür hat man Guides, dafür muss man nicht die ganze Zeit schreien. Oh, ist aber groß geworden schon, ne? Viele Explosionen. Also lichtloses Gehölz habe ich jetzt schon dreimal. Sammeln. Ich möchte gerne Timeline. Timeless. Ja, mit so vielen Spielen, die man immer spielt, da hat man manchmal nicht mehr so die Namen im Kopf.
bin halt einer, der wirklich auch will, dass ich unterschiedliche Spiele sehr gut eigentlich im Kopf behalte. Liegt einfach auch an meinem Multitasking und so. Und dann, wenn du ja einfach ein anderes Spiel wieder spielst, hast du einfach so viel im Kopf vom vorherigen Spiel wieder und so. Oder vom vorherigen Bild in Game. Dass du da einfach wieder nachschauen musst, ständig. So, hier muss ich aber auch kurz nachschauen. Nein, doch, es ist 3. 3, 7. Okay, es ist nur 3? Ich habe 4 jetzt gemacht. Gut. 1 kann ich ja dann später wieder wecken. Oder es lohnt sich jetzt schon mal zu nehmen. Ja, wegen Blutungschance. Keine Wurfangriffe. Okay, dann lohnt sich 4 nicht, weil ich ja nicht Schaden, Blutschaden so mache. Jo, nur 3 verwenden. Ja, das muss ich jetzt noch nicht zurücksetzen. Also 2, 2, 1 und 1, 3, 3. Okay. Oh, Tentakel. Also ich muss sagen, Tintenfische sind nicht gerade so meine Lieblingstiere. Die sind schon ein bisschen äckerlich. Schauen wir mal, was hier rechts ist. Ja, hier ist auch das. Aber Tintenfische, alle schleimig, oder ja, sind ja nicht schleimig, sie sind eher so sehr unharte Tiere sind für mich irgendwie so ein bisschen... Ja, die Tiere, die ich nicht gerade unbedingt sehen möchte und ja, anfassen müssen. Einfach diese ganz glatten, nassen Tiere. Das ist sowas von unbequem für mich. Allgemein, zu viel Komfort oder so. Also eine weiche Couch oder so, die verkrampfen mich mega. Ich brauche wirklich, ja, nicht bequeme Sachen. Zum Beispiel die Stühle, die neueren. Die richtigen Schal, also die richtig tief reingehen und so. Die dich so richtig ummanteln, die mag ich auch nicht. Ich habe immer noch so einen alten Schalensitz, wie es in Autos gibt, in Sportautos. Die sind noch ein bisschen bequem, aber... Also nur ein bisschen bequem. Aber alles Luxus danach kann ich nicht ertragen. Ich kann nicht viel Luxus genießen. Ich bin lieber ein altmodischer, der einfach gerne das hat, wo er sich gewöhnt ist und so. Auch bei den Autos, ich fahre natürlich gerne ein bisschen mit anderen Autos, in anderen Autos und da muss ich auch immer wieder sagen, zu viel Moderne, vor allem Elektroautos und so. Das geht einfach gar nicht. Das ist schon klar, man muss ja ein bisschen auf die Natur schauen und alles. Aber ich muss es nicht haben. Ich finde es toll, wenn andere haben wollen, oder? Damit fahren. Aber ich muss es nicht haben. Ich glaube, hier ist richtig. Ja, den nächsten Wegpunkt muss ich aber auch noch erreichen. Da habe ich keine Zeit mehr. Es ist bald Abendessen. Die essen immer so früh, die Wegebewohner. Ja, und dann muss ich dabei sein, weil sie ja nicht können ohne mich. Ja, sie können nicht essen ohne mich. Ganz arme Menschen. Na gut. Sonst laufe ich halt wieder hier hin. Ich bin ja der Arbeiter und nicht hier. Ihr seid meine Genießer. Dann müsst ihr das auch nicht schauen, wie ich hier wieder hinlaufe. Aber kommt jetzt nicht die Architekturin Layet, wie sie heißt. Kommt erst danach. Ich kenne mich gar nicht mehr aus, weil ich ja eben so wenig diese Kampagnenfortschritte gemacht habe.
Jo, wann ist rausgekommen? Vor 2 Jahren ist da der Akt 8 und 9 rausgekommen. Also zuerst der Akt 8. Und dann habe ich im Jahr noch mal so ein bisschen durchgespielt, um Akt 9 zu erreichen. Ja. Okay, hier ist mal. Das heißt, hier ist aber ein Wegpunkt, bitte. Weißt du, manchen Stellen sind so 3 Wegpunkte hintereinander, aber an manchen Stellen so endlos kein Wegpunkt mehr. Das ist kein Wegpunkt. What the fuck? Naja, gut. Oder wir machen noch kurz einen längeren Part. Ja, sie kommt jetzt aber. Also gut, beenden wir hier den Part und ich laufe einfach wieder hier hin. Da ist ja gerade das zweite Stockwerk. So, und tragen mal dieses Relic. Jo, viel Spaß noch mit anderen Dingen. Einen schönen Abend oder einen schönen Tag dann im nächsten Tag oder übernächsten und so weiter. Und ja, stay positiv. Tschüss.